Na, ups. Kira? Where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fike Isle. The tower. Ei, 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 ei. Mittel, Mittel, Mittel. Hat er mir jetzt hier schon wieder meine... Looks like rain. Ah ja. Habe ich irgendwo ein Schiffchen? Da. Wie weit ist denn das weg? Blöde Ziege, die. Du, das, ich bin barfuß. Hälfte meiner Rüstung nicht an hier. So, kann wohl nicht wahr sein. So, hier ist irgendwo ein Schiff. Nilfgaardischer Soldat. Alte Hütte von Graham. Der Ärmste. So, wir klauen uns hier mal das Schiff. Und fahren denn mal der Kira hinterher hier. Das übere Licht an. War da letztens mal auch übere Licht an? Wir nehmen mal wieder den Weg hier außen rum. Der war ja eigentlich relativ sicher. Jetzt ist mein Boot auf einmal beschädigt. Ach so. Ja, okay. Gut. Da vorne hat jetzt eine Delle. Rest schwimmen wir mal ganz kurz. Planschen mal eine Runde. So. Kira, mein Sonnenschein. So geht das aber nicht, ja? Mich reingelegt. Aber warum? Das ist halt hier die große Frage. Top floor of the tower. Das habe ich befürchtet. Die Aufzeichnung, ne? So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? Du hast dich benutzt, du blöde Kuh, entschuldigt. You used me. Oh, please. I merely seized an opportunity. If I'd known you just wanted Alexander's notes, I'd never have helped you lift the curse from Fike Isle. All right. Perhaps I wasn't completely honest. Didn't quite toe the line. But I knew you'd manage. You're so manly and all. Uh-huh. Geralty poo. Wipe that frown off your face. Or I might think you don't like me anymore. Didn't come here to play games. I want to know what you're up to. Naturally, you suspect me of the worst. I don't deserve that. My intentions are pure, like a virgin's tears. Mm-hmm. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Mm-hmm. Strictly humanitarian motivations, is that it?
No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Keine Ahnung. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid, tell him of this research, whether you like it or not. Die Frage ist, wollen wir es ihr verbieten? Ich meine, es ist in der Endsequenz hoffentlich trotzdem ein Heilmittel, was ja durchaus deutlich helfen könnte. Unabhängig davon, dass sie sich jetzt irgendwie komplett daran bereichert, aber allerdings ist der Fuzzi natürlich auch gegen Hexen her und einfach so gehen lassen möchte ich sie eigentlich nicht. Ich probiere es mal mit der 2. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt, bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more, not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Expect me to pity you because of some bedbugs? You're joking, right? They truly did leave you heartless. Get out of my sight. Ach, ich lasse gehen. Fine. Farewell, Kira. Here's hoping Radovid rolls out the red carpet for you. Shove your sarcasm up your ass. Weil anderweitig hätte ich sie wahrscheinlich umbringen müssen. War jetzt so meine Idee. Ich glaube nicht, dass sie die Notizen von alleine hätte, rausgegeben hätte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir könnten mal ganz kurz, ob wir die jetzt irgendwie nochmal treffen oder so. Ich weiß es ja nicht. So, wir haben irgendwie ja noch ein paar Punkte und so, die wir mal loswerden könnten. Präzisionsschläge. Ja, wir machen ja viel den schnellen Schlag. Achso, E? E? Und erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 20%. Machen wir den vielleicht auch noch voll. Und einen haben wir noch. Und wir haben ja, oh, guck mal, wir haben ja da freie Plätze und so. Zuppern wir den mal darüber und den auch darüber. Achso, den können wir da noch nicht rüber zuppern. Oh, ich hätte gerne irgendwie so ein paar. Haben wir denn auch vielleicht irgendwie jetzt ein rotes Mutagen oder so? Nee, ne? Nee. Wir haben nur die grünen. Kleines grünes Mutagen. Greifmutagen. Was ist denn hier drin? Scheinungsmutagen. Aber vielleicht macht es ja Sinn, jetzt hier irgendwas Grünes noch drin auszurüsten. Haben wir jetzt noch einen Punkt? Ja. Braun erhöht, Überdosis, Schwellenwert, vergiftete Klingen, ruhige Hand, erworbene Toleranz,
Ist es nicht irgendwas? Jede Trankportion stellt 5% der maximalen Vitalität. Jede Trankportion. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Nehmen wir. So, Vitalität plus 100. Yippieyay. Okay. Mit ihr. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht nicht... So ein einfaches zu nehmen, nicht so ein besonderes. Ist das ein rotes? Okay, na, dann nehmen wir doch erstmal das. Angriffskraft plus 15. Na, immerhin. Okay, Quests. Herrinnen des Waldes. Hätten wir da noch offen. Wir sind jetzt Stufe 9. Haben wir ein paar Hexeraufträge, ein paar schöne. Kreischling. Das Monster im Wald. Das war das, wobei ich letztes Mal so schön gestorben bin, ne? Schön. Aber wir sollten vielleicht auch hier mal ein wenig aufräumen. Wo müssen wir denn da hin? Können wir da vielleicht mit der schnellen Reise uns da ein wenig in die Nähe portieren? Die ist ja gleich hier. Ach, da ist mitten was auf einer Insel. Eieiei. So. Da müssen wir hin. Oh Gott, schaut mal, was wir hier alles noch offen haben. Lalalalal. Das ist ja unglaublich. So, dann reisen wir mal dorthin. Und gucken mal, ob wir vielleicht wenigstens den Hexerauftrag diesmal fertig kriegen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich mich auch nur blöd angestellt. Was jetzt ja nichts Neues ist, aber... Oh, was gibt's denn hier? Tamaras strenger Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Hallo, Plötze. Großzügige Belohnung, ja, ja. Plötze, du steckst echt ungünstig in der Wand. Wollt's nur erwähnt haben. You. Let's go. Weil wir brauchen echt langsam auch mal ein bisschen Geld, ne? Und irgendwie wäre es auch schön, wenn wir irgendwo vielleicht auch irgendwie ein paar Sachen mal finden würden. Ach hier. Ah ja. Algule. Gleich 2 Stück. Shit. Wow. Nein! Vielleicht war ich beim letzten Mal einfach nur zu blöd. Nein, die Dinger sind... So, ich war gerade mal hier bei uns im Menü gucken, im Bestienarium, in der Hoffnung, dass ich hier irgendetwas zu ergoogeln finde. Ist aber leider fehlgeschlagen. Wir könnten jetzt... Eins fällt mir noch ein, in der Alchemie vielleicht. Haben wir ja da schon irgendwas... Oh, wir könnten hier ein... Blaues Mutagen, grünes Mutagen, Katze. Oh, wir können eine Katze bauen. Geisteröl, Gift der Erhängten, Insektoidenöle, Nekrophagenöl, Verfluchtenöl. Ich würde sagen, wir stellen so oder so jetzt mal alles her, was wir können. Mist. Naja. Aber die Katze können wir noch. Grünes Muttergen, also können wir es erstmal klemmen. Aber den Vivan absolut. Machen wir noch. Ich würde ja fast vermuten.
dass es Nekrophagen sind. Ja. Annehmen. Probieren wir einfach mal. Dafür sind sie ja irgendwie da. Und dann ist es ja gar nicht so weit weg gewesen. Jetzt probieren wir nochmal. Wir müssen die ja irgendwie mal tot kriegen. Das kann ja nicht so schwierig sein. Ich weiß zwar nicht, wieso ich jetzt gerade laufe, aber es war ja eh gleich direkt hier vorne. Ah, hier falsche Taste. Und dann nehmen wir vielleicht mal das Schutzschild. So. Vielleicht bringt uns das ja was. Ah ja, jetzt habe ich einen neuen Eintrag. Die heilen sich aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Ist doch alles gar nicht so schwer. So, haben wir es. Endlich.